herrlich. So, und jetzt stellen wir Ihnen jemanden vor am Telefon. Wir spielen nämlich jetzt mit Ihnen unser Quiz des Nordens und begrüßen ganz herzlich, jawohl, Quiz des Nordens, die Melodie kennen Sie, Rainer Keul in Dahlem in Niedersachsen. Hallo Rainer. Hallo. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Haben Sie eben das Backen aufmerksam verfolgt? Backen Sie auch selber? Ich backe auch selber, ja, und habe ich eben aufmerksam verfolgt. Trotzdem Sie jetzt mit uns Quiz spielen, waren Sie eben noch so entspannt, haben das Rezept vielleicht schon gleich mitnotiert. Das sind die Kandidaten, die wir brauchen, Rainer. Super, ganz toll. Rainer, bei unserem Quiz des Nordens geht es ja heute um eine ganz besondere Liebe zwischen einem Mann und seiner Ente. Also dem Auto jetzt. Ne? Sind Sie auch schon mal Ente gefahren, Rainer? Ich bin mal mitgefahren, ja. Wie fanden Sie das? Ist Ihnen da auch so schwummerig geworden wie mir früher? Sehr schaukelig, ja. Ja, diese Stoßdämpfer sind nicht so ganz das Wahre, glaube ich. So ein weiches Ding. Also zu dieser Ente und dieser Liebe des Mannes zu diesem Fahrzeug zeigen wir Ihnen gleich einen kleinen Film. Rainer, noch mal kurz die Regeln. Danach eine Minute Zeit. Da wird dann Kirsten Ihnen 10 Fragen stellen. Wenn Sie 8 richtig haben, gehört in unser norddeutsches Genießerpaket. Und wenn Sie alle 10 richtig haben, gibt es noch unsere Urkunde Stern des Nordens obendrauf. Prima. Rainer, wenn Sie soweit sind... Ich bin soweit. Aufmerksamkeit angeknipst haben, vielleicht Stift und Zettel bereitgelegt haben. Haben Sie all das? Habe ich, ja. Dann sehen Sie jetzt bitte mit ganzer Aufmerksamkeit unseren Film zum Quiz des Nordens. Sie sind ziemlich beste Freunde. Manfred, Manni Müller und seine Ente Difti. On veut faire de moi ce que je suis pas. Drei Wochen lang hat Manni in seiner Garage in Bremerhaven nächtelang geschraubt, gebastelt und Ersatzteile besorgt. Die Arbeit steckt ihm in den Beinen. Doch für Difti macht er das gerne. Schließlich sind die beiden seit 50 Jahren unzertrennlich. Natürlich ist das Erinnerung, wenn ich auch auf der Reise stundenlang unterwegs war. Dann kommen Gedanken von der Jugend, von der Zeit, wo man zur Schule gegangen ist. Dann kommen Bilder wieder zurück und man erinnert sich. Manni und Difti. Zusammen sind sie zweimal um die Welt gefahren, haben 500.000 Kilometer auf dem Tacho und 83 Länder auf 5 Kontinenten gesehen. Ab und zu, wenn wir keine Unterkunft bekamen, wenn ich keine Unterkunft bekam, habe ich natürlich auch hier im Auto geschlafen, also im Fahrersitz, einfach die Augen zugemacht. 1964 starten beide ihre erste Weltreise. Im Gepäck gerade mal 160 D-Mark. Finanziell sind beide also immer am Limit. Vor allem, wenn Difti schlapp macht, wie in Thailand, als die Ente stecken bleibt. 7 Monate lang muss Manni sparen, um Difti wieder fit zu machen. Ich würde nie sagen, dass ich kein Geld habe. Ich habe ja Musik gemacht und hatte auch immer genügend Geld, um keinen zur Last zu legen. Also das Geld war vorhanden, obwohl wir ja mit wenig Geld gestartet waren. Manni und Difti haben viele Freunde. Gerade in Bremerhaven, an dem Ort, wo beide sich kennengelernt haben und zusammen vom Hof gerollt sind. Die Jubiläumsfeier lässt beide noch mal hochleben. Ganz wie früher. Ich kann nicht sagen, dass ich habe wohl mal Mist gemacht, wo ich sagte, das hätte man nicht machen müssen. Aber ansonsten war ich immer behütet und beschützt. Und auch die ganze Reise ist unter einem gewissen Segen. Manni und Difti, seit 50 Jahren ziemlich beste Freunde. Und jetzt viel Glück beim Quiz des Nordens. So, lieber Rainer in Dahlem, sind Sie denn noch am Apparat? Ich bin noch da, ja. Das ist schön. Alles mitbekommen? Ich hoffe. Wenn Sie was nicht sofort wissen, sagen Sie weiter. Dann gucken wir am Ende noch, wenn noch Zeit ist, noch mal nach so einer Antwort, die gefehlt haben könnte. Alles klar? Alles klar. Dann legen wir beide jetzt miteinander los mit dem Quiz des Nordens. Was für ein Auto fährt Manni? Eine Ente. Welche Farbe hat die? Hellblau. Wie lange hat er die Ente? 50 Jahre. Wie nennt Manni sein Auto liebevoll? Difti. Wie viele Kontinente haben die beiden bereist? 5 Kontinente. Wann war denn die erste Weltreise? 1964. In welchem Land hat das Auto schlapp gemacht? In Thailand. Warum hat es dort schlapp gemacht? Weiter. Wie viele Kilometer hat Mannis Auto auf dem Tacho? 500.000.
Wie feierte Manni das Jubiläum? Oder wo vielmehr, wo hat das gefeiert? In Bremerhaven. Und nochmal, die Ente hat in Thailand schlapp gemacht, wie Sie ganz richtig sagten. Da war so ein Foto zu sehen. Was sah man da? Wie hat die Ente schlapp gemacht? Erinnern Sie sich? Da ging es nicht weiter. Warum? Er musste dann ganz lange das Ding in Reparatur geben. Was sah man auf dem Foto? Weiß es nicht. War es Schlamm? Weiß es nicht. Jawohl. Also, die Ente war? Im Schlamm stecken geblieben? Jawohl, ja, natürlich. Schlamm, das ist. Ja. Ich würde sagen, damit ist Rainer Koll unser nicht nur Tagessieger, nicht nur Gewinner unseres Genießerpakets, sondern auch noch. Ich habe 10 richtige gezählt. Ich habe auch 10 richtige gezählt. Toll. Rainer, klasse, herzlichen Glückwunsch. Da war alles drin. Super, danke. Sind Sie immer so auf dem Punkt im Leben? Nö, Mann, aber ich gebe mir schon Mühe. Ja, das war völlig ohne Mühe zu geben. Und ganz entspannt haben das gemacht, so ganz ruhig, lässig da durch. Klasse. Naja, so entspannt, wie Sie denken, sitze ich hier jetzt nicht. Aber die Stimme wieso? Klingt so. Haben Sie doch ein bisschen Puls jetzt gerade, Rainer? Na klar. Ach, Gott sei Dank, ich dachte gerade, der Mann wäre nicht normal, wenn er einfach mal im Fernsehen so ein Quiz abräumt. Und eiskalt. Sagt, aber Rainer, nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Stern Dank. Des Nordens und unser norddeutsches Genießerpaket ist dann auch auf dem Weg zu Ihnen. Vielen Dank dafür. Wir danken fürs Mitspielen, schicken liebe Grüße nach Dahlem, wünschen Ihnen mit dem allen viel Spaß und gucken Sie weiter meinen Nachmittag, ne? Ja, liebe Grüße zurück an Sie alle. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Tschüss, Rainer. Das war aber nett mit dem Rainer.